Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Land, wo man angeblich vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen kann. Eine Weltmacht, die mit der Welt macht, was sie will. Goldman Sachs ist ein weltweit verstricktes Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen, das ihren Sitz in New York City hat. Viele große Mathematiker sind dort angestellt, die noch jung und formbar sind. Das Ziel für dieses Unternehmen ist mit zwei Worten zu beschreiben: Profit und Macht. 2013 wurde zum ersten Mal in der 300-jährigen Geschichte der Bank of England kein Brite zum Chef erklärt, sondern der Kanadier Mark Carney. Carney begann seine Karriere bei Goldman Sachs, wo er 13 Jahre beschäftigt war. Unter George W. Bush war Henry Paulson von 2006 bis 2009 der amerikanische Finanzminister. Von 1999 bis 2006 war er Vorsitzender und CEO der Investmentbank Goldman Sachs. Seit dem 1. November 2011 ist Mario Draghi Präsident der Europäischen Zentralbank. Von 2004 bis 2005 war er Vizepräsident bei Goldman Sachs in London. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti hatte gleich mehrere interessante Posten inne, bevor er Ministerpräsident Italiens wurde. Denn bis zu seinem Amtsantritt als italienischer Ministerpräsident 2011 war er European Chairman der Trilateralen Kommission und im Steering Committee etwa Vorstand der Bilderberg-Konferenz. Er ist, und zwar immer noch, internationaler Berater bei Goldman Sachs. Rainer Brüderle bezeichnete am 14. Juni 2012 im Bundestag die Bilderberger als eine Konferenz der Hochfinanz. Die Bilderberger sind nicht mehr geheim, doch ihr Einfluss wird von den Teilnehmern oft heruntergespielt. Schauen wir mal ins Bundesarchiv Koblenz und in die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung unter Helmut Schmidt. Dort heißt es: Bundeskanzler Helmut Schmidt bat während der 25. Kabinettssitzung am 6. Mai 1981 darum, dass zumindest ein Kabinettsmitglied an der international bedeutsamen Bilderberg-Konferenz vom 15. bis 17. Mai teilnimmt. Der Gründer dieser Bilderberg-Konferenzen war das ehemalige Mitglied der SA, der Reiter-SS und der NSDAP, Prinz Bernhard von den Niederlanden, dessen Frau unter Einfluss einer Okkultistin namens Greet Hoffman stand. Auch an der Staats- und Finanzkrise in Griechenland soll Goldman Sachs verwickelt sein. Der Spiegel berichtete am 14. Februar 2010: Defizit Kosmetik. Griechenland zahlte 300 Millionen Dollar an Goldman Sachs. Wall Street Banker sind an der katastrophalen Schuldenkrise Griechenlands in großem Stil beteiligt. Vor 9 Jahren schon half Goldman Sachs dem Moradenland, Milliarden Schulden zu verbergen. Für ein stattliches Entgelt, wie die New York Times berichtet. Eine andere, noch geheimere Elite-Gesellschaft, über die in Deutschland eigentlich so gut wie nichts berichtet wird, ist der Bohemian Grove. In einem Waldgelände in Kalifornien trifft sich einmal im Jahr die Elite der USA, um sich auszutauschen und, wie man auf YouTube sehen kann, Rituale zu feiern, die an die Anbetung der Gottheit Moloch erinnert. Wikipedia nennt uns einige Mitglieder dieser Gesellschaft. Seit 1899 treffen sich dort die ausschließlich männlichen Mitglieder des Bohemian Club, die vornehmlich aus der westamerikanischen Elite aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien rekrutiert werden. Unter anderem Henry Kissinger, Richard Nixon, George Bush Senior, George Bush Junior und Arnold Schwarzenegger. Auch der ehemalige Bundeskanzler und Bilderberger Helmut Schmidt macht auch kein Geheimnis daraus, dass er Gast im Bohemian Grove war. Vielleicht lernte er dort ja auch seinen Freund und Bilderberger-Kollegen Henry Kissinger kennen. In seinem Buch Menschen und Mächte schreibt Helmut Schmidt: Bei einem dieser Besuche in Kalifornien im Juli 1979 lud mich George Shultz ein, während des traditionellen alljährlichen Sommerlagers sein Gast im Bohemian Grove zu sein. Letztendlich ist es gar nicht so wichtig, ob ein Bilderberger oder ein Mitglied von Goldman Sachs den ein oder anderen Minister stellt, da es so oder so deutlich macht, dass Macht deutlich hinter den Kulissen verteilt und uns als Demokratie verkauft wird. Das amerikanische Finanzunternehmen
BlackRock hat seinen Hauptsitz ebenfalls in New York und verwaltet ein Anlagevermögen von rund 4 Billionen Dollar. Das sind 4.000 Milliarden. Das entspricht etwa das Zehnfache des deutschen Bundeshaushaltes. Die Welt Online bezeichnete BlackRock 2014 als die Besitzer der Welt. BlackRock ist an Konzernen wie Siemens oder BASF beteiligt und hat also ihre Fühler schon längst nach Europa und in Deutschland ausgestreckt. Doch nicht nur das. Schauen wir mal in einen Auszug aus dem Geschäftsbericht 2013 der Deutschen Bank, die uns selbst sagen soll, wer 2013 ihr einziger Großaktionär war. BlackRock New York war mit einem Aktienanteil von 5,14% der einzige Großaktionär. Dass der ehemalige Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, seinen 60. Geburtstag im Kanzleramt gefeiert hat, ist kein Zufall. Denn in Offenbarung 18, Vers 23 heißt es, dass die Kaufleute die Fürsten auf Erden sind. Und so berichtete Focus.de am 14. Januar 2014 über BlackRock-Chef Larry Fink folgendes. Dieser Schattenmann regiert mit 4 Billionen Dollar die ganze Welt. BlackRock ist unvorstellbar groß, größer als die Deutsche Bank, Goldman Sachs oder JP Morgan, sogar größer als sie alle zusammen. BlackRock macht Druck auf Regierungen und Unternehmen. Larry Fink ist vernetzt. Er nennt EZB-Chef Mario Draghi seinen Freund. Nach außen ganz der freundliche Helfer lenkt Fink von seinen Machenschaften im Schatten ab. Und Mario Draghi war, wie gesagt, bevor er Präsident der Europäischen Zentralbank wurde, der Vizepräsident bei Goldman Sachs in London. Alexander Dibelius ist der Berater der Bundeskanzlerin und beide sind Mitglied im deutsch-amerikanischen Elitenetzwerk Atlantikbrücke. Darüber hinaus ist der Berater der Kanzlerin ebenfalls Mitglied bei Goldman Sachs. Der oberste Chef von Goldman Sachs ist Lloyd Blankfein. Er sagte in einem Interview mit der englischen Zeitung Sunday Times: Banken verrichten Gottes Werk. Wenn die Banken Gottes Werk verrichten, warum hat dann Jesus laut Lukas 19, Vers 23 das Geld dann nicht auf die Bank bringen lassen? Vielleicht ist eben dieser Gott, den Lloyd Blankfein meint, nicht der Gott der Bibel. Denn sowohl im Alten als auch im Neuen Testament heißt es: Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Darum war das einzige Mal, wo Jesus etwas gewalttätig wurde, als er die Geldwechsler und Kaufleute aus dem Tempel verjagte und ihre Tische umwarf. Diese Geldwechsler und Kaufleute von damals sind die internationalen Banker von heute. Schauen wir mal, wie sozusagen das Gegenteil von Geldgier aussehen könnte. 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 17: Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen. Die Gegenwart ist vergänglich, genauso wie der Reichtum. Doch die Ewigkeit kommt in der Zukunft, wenn wir zukünftig ewig leben und eins werden mit Jeschua dem Messias. Amen. Giving is everything. When you give, you are literally seeding the covenant into something or someone that will resurrect and bring life. I've been waiting for years for somebody out there to get the whole point of existence. You are alive to fund the kingdom of God with every fiber in your being. Giving is about extending who you are to someone that needs something and you expect nothing in return. When you give, you think you're giving to a person, you're really lending to him for him to give it right back. Someone's passing an offering plate and they don't want to look like they're not giving to God, so they defrauded and lied. And they didn't realize that that offering bucket wasn't an offering bucket, it was Yahweh's hand asking for what is rightfully his. Depart from me, for I never knew you. This whole scripture is talking about who makes it and who doesn't, and it's connected to giving.
if you leave this earth with anything, you have not done your job. Where in the scriptures does it say to store up a bunch of money, retire at 65, and move to Arizona or Florida and enjoy the beach? American culture has brainwashed us into believing that that is life.